Hyperkins Radeon 5 verspricht so einiges. Ich habe es jetzt schon 3 Jahre im Gebrauch und hier ist mein Fazit. Willkommen zu einem neuen Video, diesmal ein Hardware-Video und zwar bespreche ich das Radeon 5. Damit nehme ich alle meine Videos auf und ich habe es schon 3 Jahre in Benutzung und vielleicht interessiert euch das Gerät ja auch und dann schauen wir mal einen Blick rein in die Vor- und Nachteile, denn eins kann ich euch versprechen, perfekt ist das Gerät nun wirklich nicht. Grundsätzlich jetzt vorweg, das System ist ein sogenanntes Emulationssystem. Das heißt, hier ist nicht die originale Hardware drin. Und zwar läuft das so, dass hier ein Modul reinsteckt. Der lädt das Modul dann herunter auf das System und spielt dann dieses Modul per Emulation ab. Das heißt, wenn ihr die wirklich 1:1 Vorteil haben wollt oder das Spielerlebnis, dann ist dieses System natürlich nichts für euch. Es ist Emulation. Das heißt, wenn ihr das Radeon 5 und eine normale Konsole nebeneinander habt, dann wird das Ergebnis immer ein Tick anders sein, wie zum Beispiel die Controller-Eingaben, die laggen etwas oder die Grafik ist vielleicht nicht ganz so exakt dargestellt. Allerdings die gute Nachricht, ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Stunden damit gespielt. So auf Anhieb habe ich persönlich noch keine großen Emulationsschwächen bemerkt. Wenn ich bei meinen Tests zum Beispiel feststelle, dass die Steuerung nicht gerade responsiv ist oder ja, einfach laggt und nicht tut, was ihr wollt, dann schaue ich mir natürlich auch immer andere Tests an. Wie läuft es da? Ist das wirklich jetzt die Emulation oder ist das das Spiel allgemein? Also grundsätzlich, wenn euch diese Emulation nichts für euch ist, ist das System natürlich auch nicht für euch. Also Puristen werden natürlich nach wie vor bei dem normalen System zugreifen. Das Radeon 5 hat halt einfach den Vorteil, es skaliert das Bild etwas hoch, ihr habt einen HDMI-Ausgang, könnt es problemlos an normale Fernseher aufschalten und so weiter. Aber schauen wir uns mal die Hardware mal genauer an. So, das bekommt ihr, wenn ihr das Radeon 5 kauft. Einmal die Konsole natürlich und einmal das Gamepad. Dazu kommen wir gleich. Gucken wir uns erstmal die Konsole an. Und zwar habt ihr hier vorne den Anschluss für die Gameboy-Spiele. Dann hier habt ihr Famicom, NES, SNES, Genesis bzw. bei uns hieß es ja Mega Drive Anschlüsse. Wenn ihr es hinten habt, habt ihr hier hinten einen Slot für eine SD-Karte, für das Stromkabel, HDMI-Kabel logischerweise. Das ist ja einer der großen Vorteile des Radeon 5, dass es als HDMI ausgegeben wird. Und einmal ein Mini-USB-Port, womit ihr denn die Controller quasi laden könnt, beziehungsweise auch, also den Controller hier, oder kabelgestützt benutzen könnt. Der Controller ist aber auch zum Glück kabellos nutzbar. An den Seiten sieht das so aus. Ich habe hier mal diese Schutzkappe abgenommen und zwar auch einer der großen Vorteile, dass das Radeon 5 ist, dass ihr hier Originalcontroller anschließen könnt. Was ich euch auch empfehlen würde, aber dazu kommen wir gleich. Hier einmal Super Nintendo, hier einmal NES und einmal für das Mega Drive. Hier auf der Seite, auf der anderen Seite sieht das genauso aus. Das heißt, ihr könnt die originalen Controller benutzen und das ist viel, viel wert. Ja, allgemein, ansonsten sieht man nicht viel. Was etwas negativ auffällt, dafür ist das System 160 Euro kostet ist. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Das Plastik, das ist relativ billig. Also das hätte man vielleicht etwas hochwertiger machen können. Ansonsten ist das Design, ja, schlicht, würde ich sagen, nicht verkehrt. Hier vorne hat man nochmal die Aufschrift mit den verschiedenen Systemen, wo dann auch eine kleine Lampe immer leuchtet, wenn ihr ein Cartridge reingetan habt. So, das ist aber von der Verarbeitungsqualität, wie gesagt, nicht unbedingt das Beste und hat auch ein paar Nachteile. Und zwar habe ich hier zum Beispiel ein Gameboy-Spiel, Mystic Quest, und die tut man hier vorne rein. Das Problem ist, ich tue das mal, und dann werdet ihr sehen, die hat ganz schön viel Spiel. Und hier, da natürlich denn hier drin die Kontakte sind, kann es durchaus sein, dass diese Kontakte nicht hundertprozentig hier drauf treffen und dass das Gameboy-Spiel nicht
unbedingt richtig gelesen wird. Das heißt, ihr müsst das manchmal immer so ein bisschen wackeln oder hier so ein bisschen nach oben drücken und reinschieben, dass auch wirklich diese Kontakte exakt aufeinandertreffen. Allgemein bei Modulen muss man bei einem System sagen, das ist sehr penibel, was saubere Kontakte angeht. Das heißt, im Zweifel immer diese Kontakte wienern. Die Originalsysteme sind da nicht ganz so empfindlich wie das Retron 5. Woran das genau liegt, kann ich leider nicht sagen. Also es ist natürlich auch schön, dass die ganzen Slots hier diese Staubklappen, Schutzklappen haben. Vor allen Dingen, wenn ihr das System zuerst kauft, werdet ihr merken, dass die Module sehr, sehr, sehr eng drin sitzen. Ich habe hier Secret of Mana drin. Problem ist natürlich auch, das müsst ihr beachten, wenn ihr das jetzt rausziehen wollt. Das geht nicht. Also das sitzt so fest, ihr könnt es nicht gerade rausziehen. Ein kleiner Trick, wie ihr das machen könnt, einfach an einer Seite fassen und dann rausziehen. Und selbst das ist nicht einfach. Also kann man natürlich positiv sehen oder negativ. Die Module sind sehr, sehr tight. Ja, was man noch dazu kaufen kann, ist dieser Adapter. Der kostet dann nochmal 60, 70 Euro drauf, hat den Vorteil, dass ihr Master System Spiele, Game Gear Spiele und Master System Card Spiele kauft. Das läuft dann so, dass ihr die dann ganz einfach in den Mega Drive Slot rein tut und dass das dann darüber läuft und hier zum Beispiel die Game Gear Spiele rein tun könnt. Problem ist natürlich, ihr seht, es wackelt. Also die Qualität, das würde ich euch wirklich nur eingeschränkt empfehlen, weil das wirklich nicht die idealste Lösung ist. Vor allen Dingen gibt es da Kompatibilitätsprobleme ohne Ende, was bei den Systemen so ich nie bekommen habe. Aber ungefähr ein Drittel meiner Game Gear Sammlung wird ganz einfach nicht gelesen. Das könnte man wahrscheinlich mit einem ganz einfachen Firmware Update alles hinkriegen. Das Problem ist, das letzte Firmware Update, ich habe gerade noch geschaut zum Zeitpunkt dieses Videos, ist aus dem Februar letzten Jahres. Genau dann, als das hier erschien und quasi das Retron 5 damit den ermöglicht wurde, das überhaupt zu machen. Ich habe bei Reddit auch schon gesehen, dass zum Beispiel ein populäres Beispiel, das ist OutRun auf den Game Gear. Wenn man das hier reintut, denkt das System, es wäre das OutRun für das Master System und kann das entsprechend nicht emulieren. Da scheint irgendwie der Support auf jeden Fall nicht nachgelassen zu haben und ich glaube auch nicht, dass da groß noch was kommt. Aber naja, also wie gesagt, ich habe mir den Adapter gekauft, weil ich mir dachte, hey, super, da kann ich endlich Game Gear Spiele auch mal vernünftig spielen, weil ich ja das System nicht habe, aber schon immer interessiert war. Allerdings kann ich das leider nur eingeschränkt empfehlen, vor allen Dingen, weil der Preis ja auch nicht gerade günstig ist. So, das haben wir dazu. Das hat jetzt mit dem Retron 5 eigentlich nichts zu tun, aber das wollte ich nochmal erwähnt haben. Was ist denn, ja, kommen wir mal zu dem richtig schlechten, und zwar dieser Controller. Ihr seht schon, der ist nicht gerade ergonomisch klasse. Also so ein eckiger Controller, wenn ihr so spielt, spätestens nach einer halben Stunde tun euch hier die Finger weh, weil die Kanten einfach so scharf sind. Also ich weiß nicht, wie man auf die Idee gekommen ist, so einen unförmigen Controller zu machen. Dazu kommt dann auch noch, ich halte es mal hier ins Mikrofon, das Steuerkreuz. Das ist so klickig und auch nicht präzise. Also das kann man eigentlich nicht gebrauchen. Also vor allem bei Super Nintendo spielen, wenn man natürlich dann gerne mal, oder auch Game Boy spielen, wenn man dann nach rechts will, aber dann quasi nach oben rechts hier drückt, das passt nicht. Gut, die Knöpfe hier sind normale Knöpfe. Home-Taste habt ihr, dass ihr dann quasi direkt ins Hauptmenü kommt. Select Start ist klar. Hier die beiden Tasten, die sind sehr praktisch, da man die sich beim Retron 5 frei belegen kann. Also ich habe zum Beispiel mir das so belegt, dass links den Save State ist und rechts den Load State. Aber da gehe ich dann gleich bei der Software nochmal drauf ein. Hier habt ihr Schultertasten. Immerhin hat das ein eingebautes Akku. Hier seht ihr den Slot für den Mini-USB-Kabel, wo ihr den Controller dann aufladen könnt. Immerhin ist er kabellos. Aber ganz ehrlich, ihr könnt das Ding sogar auch noch nachkaufen. Ich glaube, die kosten auch 40 Euro oder ähnliches.
Ja, nutzt es nicht. Nutzt bitte, 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 bitte die angeschlossenen Originalcontroller oder zum Beispiel auch der Controller von 8BitDo. Den könnt ihr sogar auch kabellos mit dem System, mit dem Firmware-Update koppeln. Auch das ist leider ein bisschen fummelig geraten. Hätte man wahrscheinlich auch von Hyperkin aus durch ein Firmware-Update vernünftig machen können. Aber nun gut, also den könnt ihr komplett vergessen. Ich benutze ihn wirklich nur noch als Fernbedienung, weil er parallel auch zu den normalen kabelgebundenen läuft. Halt einfach zum Speichern und zum Laden bequem machen. Aber wirklich längere Zeit vernünftig spielen kann man mit dem Ding eindeutig nicht. Also das wirklich gar nicht. Gut, dann schauen wir mal, wie das softwareseitig auf den Retron 5 aussieht. Also hardwareseitig kann man zusammenfassen, Controller, absoluter Mist. Hardware, naja, für 160 Euro, bisschen stabileres Plastik, aber ansonsten solide. Verarbeitungsmäßig, wie gesagt, hier vorhin in der Gameboy-Stadt ist, ja, nicht ganz so ideal, aber man kann damit leben. Schauen wir mal, wie es softwareseitig aussieht. Wenn ihr den Retron 5 gestartet habt und im Menü landet, dann sieht das genau so aus. Ich habe hier zum Beispiel einmal das Gameboy-Spiel Mystic Quest eingelegt. Warum ein Gameboy-Spiel? Weil wir dann gleich die meisten Optionen haben. Und zwar ist das Menü hier in diese vier Unterpunkte erstmal aufgeteilt. Play, logischerweise, heißt natürlich, hier spielt das Spiel los. Danach in das Game-Menü, da gehen wir mal rein. Da haben wir vier verschiedene Settings. Hier die unteren muss ich nicht weiter erklären. Copy Save to Retron und Copy Save to Card. Das heißt, den Speicherstand halt auf das System von der SD-Karte kopieren, beziehungsweise den Speicherpunkt auf das Modul speichern. Wobei ich die letzte Option noch nie benutzt habe. Wie genau und gut das funktioniert, das wird wahrscheinlich ja auch nur bei den batteriegestützten Modulen funktionieren. Das kann ich nicht genau sagen, leider. Gehen wir mal zu den Game-Specific Settings, also zu den spielspezifischen Settings. So, in der Hauptsache habt ihr hier nur die unteren beiden Punkte. Hier oben gibt es natürlich dennoch eventuelle Patches für bestimmte Spiele. Da könnt ihr zum Beispiel verschiedene Sprachpatches theoretisch drauf machen und ähnliches. Auch die Option habe ich noch nie probiert, wird dann aber über die SD-Karte funktionieren. Was für mich persönlich immer wichtig ist, sind diese beiden Punkte. Und zwar könnt ihr hier bei Hardware Type, könnt ihr dem Retron 5 sagen, emulier mir das Modul bitte, wie hier zum Beispiel GB, wie den klassischen Game Boy, Game Boy Color und so weiter. Auto reicht eigentlich meistens. Dann haben wir hier Colors im Prinzip. Ich benutze immer Grayscale, wie ihr bei meinen Aufnahmen immer seht, dass das halt grau ist. Könnt ihr aber auch natürlich dann hier verschiedene machen, wie grünlich, inverted, eher so orange, Pastellmix und so weiter. Also wie gesagt, ich entscheide mich immer für den Grayscale-Ton, weil der meiner Meinung nach einfach am neutralsten ist und dadurch bei den Videos groß hochkommt. So, hier habt ihr dann auch noch, falls ihr ein Modul habt, was diesen Super Game Boy quasi unterstützt mit einem zusätzlichen Hintergrund und so weiter, könnt ihr hier auch noch diese Hintergrundemulation auch noch aktivieren. Das geht jetzt bei Mystic Quest leider nicht. Ginge hier aber auch, also emuliert der Emulator quasi ein Emulator für das Super Nintendo durch den Super Game Boy. Ist eine lustige Geschichte, benutze ich persönlich aber auch nie. So, dann haben wir hier den nächsten Punkt, Cheats, und da werdet ihr eins sehen, nämlich No Cheats for this Game, also keine Cheats sind verfügbar. Das ist ein großer, großer Negativpunkt von dem System, weil das System kommt mit einer großen Cheat-Database, wo über für alle Spiele diverse Cheats sind, also unendlich Leben und so weiter. Ja, Problem ist, funktionieren nur mit mit den amerikanischen Versionen und nicht mit den PAL-Versionen. Das heißt, hätte ich jetzt ein amerikanisches Mystic Quest, was da anders heißt, aber nehmen wir mal das Beispiel, dann würde das hier Cheats anbieten. Da gab es früher ein Workaround und zwar, ich zeig das mal in den Settings hier. Oh, jetzt habe ich hier was verstellt. Man sieht es, ich navigiere hier mit dem mitgelieferten Controller.
Das ist nicht ganz so einfach. Und zwar konnte man hier bei Systeminformationen nämlich ganz einfach sich bei früheren Firmware-Updates, also momentan habe ich die aktuelle drauf, konnte man sich die ID des Moduls anschauen. Und dann konnte man quasi in dieser Konfigurationsdatei für die Cheat-Datenbank, konnte man einfach dann diese Modulnummer bei dem amerikanischen durch das europäische austauschen und dann gingen die Cheats. Das ging aber nur in früheren Firmware-Updates, dass man sich diese Modulnummer anzeigen lassen konnte. Also man sieht's mit Firmware-Updates, das ist ein Hit and Miss, ist nicht immer gut. Also für europäische Produkte zählen die Cheats nicht. Für mich persönlich ist das jetzt nicht groß wichtig, aber falls ihr von diesem Punkt profitieren wollt und ihr europäische Module spielt, bringt das nichts für euch. Also das waren jetzt auf jeden Fall die spielspezifischen und dann gehen wir nochmal in die normalen Settings rein. Hier habt ihr noch viel, viel mehr Optionen, die ihr euch einstellen könnt. Also Video könnt ihr hier verschiedene Filter hier einstellen. Zum Beispiel machen die halt, dass die Pixel etwas abgerundet sind und so weiter. Auch das ist für mich kein Punkt, dass ich jetzt groß aktiviere immer, weil ich mag diesen Pixel-Look. Ich brauche das gar nicht abgerundet oder ähnliches. Ich will das so haben, wie das damals ist. Aber wer auf sowas steht, kann das natürlich gerne mal aktivieren. Genauso wie Scanlines, wie man hier sieht. Dann habe ich es auch für das Menü aktiviert. Das emuliert so ein bisschen, als ob man so bei so einem alten Röhrenfernseher davor sitzen würde. Brauche ich persönlich auch nicht. Und auch da, wie gesagt, ich möchte das gerne so haben, wie das damals ist. Okay, gut, damals gab es ja diese Scanlines, aber auch für die Aufnahmen natürlich will ich ein möglichst klares Bild haben, was ich denn aufnehme. Ne? So, Aspect Ratio. Da könnt ihr verschiedene Sachen einstellen. Normal benutze auch ich, da das die anderen, also ihr könnt zum Beispiel auf 16:9 gestreckt machen, das Bild. Ich finde das absolut hässlich, weil das natürlich dann ja wirklich auch gestreckt aussieht. Ihr habt dann zwar natürlich diese 16:9 ausgefüllt, aber es bringt ja nichts. Zoom genauso, das zoomt dann quasi rein, dass das auf die Breite gebracht wird und dann wird es halt ein bisschen beschnitten. Also ich habe dann lieber links und rechts einen schwarzen Rand und dafür sieht es normal aus, anstatt da irgendwie so eine komische, ne? Genau, Force Original Solution, auch das, dann skaliert das Ganze zum nicht hoch und ihr habt das halt wie damals, ist natürlich beim Gameboy oder sowas Quatsch. Screen Refresh Rate könnte ich auch hier einstellen. Ich habe jetzt einfach so, wie das Spiel das liefert, soll es machen, sonst könnt ihr natürlich auch entweder größer oder kleiner. Auch hier Screen Size, man sieht es, man kann es etwas kleiner oder größer machen. Kann man je nach Monitor dann quasi anpassen. Brauche ich jetzt nicht. Also in den Einstellungen fummel ich eigentlich nicht rum. Aber wer natürlich dann ein bisschen mit rumspielen will, kann das gerne machen. Genauso hier mit dem Audio, da habe ich halt noch nie rumgespielt. Sound Enhancement, okay, das ist standardmäßig an. Mehr Bass und sowas braucht man eigentlich nicht. Ich meine, gut, das sind alte Spiele, ne? Hier könnt ihr noch den Retron 5 Controller, könnt ihr hier halt dann noch Shortcuts und so weiter festlegen. Also ich, hier bei diesen kleinen Knöpfen, die ich euch gerade gezeigt habe, habe ich zum Beispiel Save State und Load State quasi ein Shortcut draufgelegt. Hier, wann sich der Controller automatisch ausschalten soll bei Nichtbenutzung und so weiter. Also Standardsachen, sage ich mal. Ne? So, dann haben wir hier noch System. Und zwar das Retron 5. Hier, dass er halt zum Beispiel die Cartridges schneller laden soll. Hier könnt ihr noch einstellen, ob er jetzt ein rein US- oder europäisches oder japanisches Konsole sich so verhalten soll. Ich habe es natürlich Auto, weil wenn ich eine amerikanische Version einfach reinstecke, dann soll der auch automatisch darauf springen und nicht sagen, kann ich nicht lesen, ist bescheuert. Ne? Hier könnt ihr noch zum Beispiel, dass er, wenn ihr ein Spiel startet, automatisch beim letzten Speicherpunkt losstartet oder dass, wenn ihr die Cartridge drin habt, das sofort startet. Ich habe es erstmal ausgemacht, weil ich will ja nicht immer, dass das sofort startet. Ne? Genau, hier automatically import saves on first run, das heißt, er importiert schon gespeicherte Speicherstände vom Modul automatisch runter und übernimmt das dann für sich auch, das ist ganz praktisch, denn hier könnt ihr noch, ob er die Speicherdaten auf der SD-Karte oder auf den internen Speicher speichert. Ich habe es auf der SD-Karte, weil die ist eh drin und falls das System mal einen Abflieger macht, habe ich es noch
gespeichert. Genau, File Manager könnt ihr noch alles genau gucken. Hier könnt ihr ein Firmware Update Request abspeichern. Das Firmware Updaten läuft etwas umständlich, also ihr müsst erstmal so ein Request auf die SD-Karte schieben, da habt ihr eine Datei, dann geht ihr auf die Seite, dann lest da diese Datei ein und dann kriegt ihr den File zum Updaten. Also ein bisschen umständlich gemacht, keine Ahnung wieso, aber mit ein bisschen Formular geht das. Hier habt ihr nochmal so ein bisschen die Übersicht, was hier alles habt, Speicherplatz, welche Firmware gerade drauf ist und so weiter. Das sind im Prinzip die Einstellungen. Viel mehr braucht ihr aber auch nicht. Und ja, ich denke mal, hier wird eigentlich solide Standardkost geboten. Wie gesagt, einzig Problem habe ich etwas Problem mit den Sheets, weil das leider nicht auf die europäischen Module anpasst. Auch wenn ich die im Normalfall nicht benutze, ab und zu wünscht man sich das vielleicht schon, wenn man überhaupt nicht weiterkommt oder so weiter. Ja, wäre schön, hätte man eigentlich, ist auch ein alter bekannter Fehler, schon längst mit einem Firmware-Update hätte man das ja schon längst irgendwie fixen können, aber ja, das Support mit Firmware-Update, wie ich auch schon erwähnt habe, ist glaube ich nicht so hoch. Und ich zeige euch nochmal, wenn ihr ein Spiel gestartet habt, dann gibt es hier nämlich auch ein Menü, wo ihr dann nochmal quasi einen Screenshot. Hier könnt ihr noch mal ein paar Filter quasi aufspielen. Ich zeige euch auch mal die Filter am besten, dass ihr es auch mal seht, was das ist. So, also hier habe ich einen ausgewählt. Also richtig doll finde ich den nicht. Dann gibt es noch hier Super Style Filter. Ne? Also wie gesagt, also das versucht das natürlich alles so ein bisschen, bisschen sauberer zu machen. Aber ich persönlich, ich mag einfach diesen alten, guten alten Pixel-Look. Also im Prinzip sehen alle gleich aus, wie man sieht. Also es sieht eher verschwommener aus. Also ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Aber hier dieses Scale-Filter, der geht noch einigermaßen, aber auch der, ich weiß nicht. Also ich persönlich brauche es nicht, aber hier zum Beispiel hier, der ginge vielleicht noch, wenn man etwas runderen Look haben will. Aber ich mag meine Pixel einfach, also deswegen habe ich eigentlich immer das komplett ausgeschaltet, wie man sieht. Na, jetzt habe ich doch noch einen Filter. Ja, ich steuere mit diesem Retron 5 Gamepad, das ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Also, so sieht die Softwareseite vom Retron 5 aus und dann geht es jetzt weiter zum Fazit. Also, jetzt habt ihr eine Übersicht, was das System alles leisten kann. Kommen wir zu meinem Fazit. Also, das System ist auf keinen Fall perfekt, aber für mich auf jeden Fall ein teuer Begleiter. Für mich als YouTuber sowieso, weil durch den HDMI-Ausgang ich ganz einfach die Spiele aufnehmen kann. Bei dem anderen alten System ist natürlich schon vorweg eine Schwierigkeit oder nicht ganz so einfach, die am modernen Fernseher anzuschließen. Und dann ist das Ergebnis teilweise auch nicht ganz so toll. Da leistet das System wirklich grandiose Arbeit. Probleme sind natürlich die Verarbeitungsqualität, die nicht ganz optimal ist, denn dass die Module wirklich super rein sein müssen, um das runterzuladen. Es hat einige Nachteile, also vom Controller, da wollen wir gar nicht erst anfangen. Also den tut ihr am besten sofort zur Seite, aber zum Glück könnt ihr ja die originalen Controller benutzen. Das System ist für alle Leute, die es etwas bequemer haben wollen. Das heißt ganz einfach, ihr müsst nur ein Gerät am Fernseher per HDMI anschließen, habt gleich 5 Systeme. Wenn ihr mit Emulation leben könnt, werdet ihr auch euren Spaß haben. Und ich würde bei 99% von euch sagen, wenn ihr das System anschließt und Spiele spielt, ihr merkt es auf Anhieb nicht ohne direkten Vergleich, ob das jetzt emuliert ist oder ob das nicht emuliert ist. Also alle die es etwas bequemer haben möchten, vor allen Dingen natürlich die angesprochenen Safe States, auf die mich ich persönlich nicht mehr vermissen. Da muss man sich keine Passwörter mehr aufschreiben oder ähnliches. Man kann einfach abspeichern, wann man will. Das passt so zum normalen Erwachsenenleben, wo man vielleicht nicht unbedingt immer eine Stunde am Stück zocken kann. Passt das perfekt rein. Für die Leute kann ich das System empfehlen. 160 Euro ist natürlich auch nicht gerade wenig. Ihr müsst auch im Hinterkopf behalten, der Firmware-Support von Hyperkin scheint mittlerweile einigermaßen ausgelaufen zu sein. Also ich würde
da jetzt auf keine großen Updates oder so weiter mehr hoffen. Das System ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Hyperkin beschränkt sich momentan drauf, so einzelne Systeme zu releasen. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine eigene quasi Mini-Retron 5 nur für das Super Nintendo, nur für das NES und so weiter. Also, wenn ihr es bequem haben wollt und mit Emulation leben könnt, würde ich euch das System empfehlen. Andererseits, man muss es wie gesagt überlegen mit den 160 Euro. Also, das ist mein Fazit. Es ist nicht schwarz, nicht weiß, es ist irgendwo grau, sage ich mal. Also, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.